wurde ich ein Junge. Dann wurde ich ein Dichter. Ein Sänger. Dann wurde ich ein Maler. Dann war mein Leben. Und jetzt kann ich meine Geschichten vorlesen. Ich habe hier aus dem Heft Neue Sinnlichkeit Nummer 60 eine Kinderseite der Epoche. Das ist eine Groteske. Die Kinderseite der Epoche. Adulte Krise. Heilsbedürftig, wie die Menschen sich oft fühlen, bilden sie dann unweigerlich heilsbedürftige Mengen, denen in der Krise der Einzelne kaum entkommt. Das darf uns aber nicht besonders beirren, weder bei ihren Iren noch bei der beeindruckenden Zahl an Bieren, die solche Kinder saufen können, denn entgegenkommen uns immer wieder die zwei klassischen Kinderseiten als Religionen der Epoche. Da ist der Glaube durch Ordnung, Kontrolle und Steuerung Notwendigkeiten des Daseins in Freiheit zu besorgen. Und da ist die tatmenschliche Ruckorientierung, der vulgär-materialistische Erlösungsglaube, die anderen seien die Bösen, alles eine Frage der Umverteilung, kurz Revolution, Machtwechsel statt Stoffwechsel. Bei der einen Sorte ist Friedlichkeit zur Ordnung angesagt, bei der anderen hofft man auf Wunder, auf Läuterung, also Neuordnung, nach mehr oder weniger chaotisch gewaltsamem Umsturz. In der neuen Sinnlichkeit sind alle Kinderseiten aller Epochen überhaupt als Kinder eingeschätzt, als Kinder behandelt und dabei durchaus kindlich gesehen, allerdings auf der Hut vor Kindischkeit. So bleibt der reifere, erwachsenere Blick zur weltweiten Krise in notwendiger Begrenzung auf eine regionale und nationale Prägung. Denn so weltweit die Wirkungen global sind, so lokal vorgartenmäßig müssen die Anpassungen und Vorstellungen sein an dem besonderen Ort einer heilsbedürftigen Menge. Ganz klar. Unser Deutsches ist beengter. Adulter Krisenblick wäre dann gar nicht die Ruckrevolution oder der Polizeistaat, sondern was John Lennon, faul auf dem Sofa fernsehend, nannte Waves of Joy in Pools of Sorrow. Oder mit Friedrich Georg Jünger: Nicht alles führt zum Ziele, doch belehrt uns das Leben darüber, dass in den Mühen des Versuchs, selbst des Untauglichen, mehr Kraft, Wohlwollen und Fürsorge liegen kann, als im mühelosen Gelingen. Und damit kommt diese Kinderseite auch schon zu ihrem Ende. Wir sehen die Frage nach den Grenzen der Technik, nach den Grenzen der Mechanik, nach den Grenzen des automatisierten technischen Bereiches der Autokrise. Sie wird nicht mehr ruhen können. Kein Techniker wird sie verhindern können. Mit Verboten ist hier nichts zu erreichen. Die Verstrickung der Menschen in Apparaturen und Organisation macht uns zu Menschen unter den eigenen Robotern, zu Untermenschen.
Das ist die sozialpsychologische Disposition der Krise als Ereignis im Großen. Während die Stückzahl der Heilsbedürftigen sich rasend vermehrt, erdrücken Wachstum und Konkurrenz ein umsichtiges Ressentiment. Einvernehmen ist schwer zu erzielen, während die Technik geradezu in Kettenreaktionen Überhand und Enthusiasmus nutzt. Über die Hebelgesetze wissen wir Bescheid. Welche Folgen die Anwendung der Hebelgesetze auf das Zusammenleben von Menschen hat, das müssen wir erkunden. Die Krise muss im beengten Deutschland eigene Erkundungen in Bewegung bringen, während die Technik weiter rast. Doch schnelle Lösungen sind Patentlösungen, an denen heute kein Mangel ist, sind die Sache technischer Erfinder. Wir träumen vom Reich der Freiheit, die von Menschen geschaffenen Reichtümer auch nutzen und genießen zu dürfen, während im Reich der Notwendigkeiten der Zug abgeht. Wer jemals ernsthaft mit einem Techniker diskutiert hat, was und ob auf den Menschen bezogen, untermenschlich, auf die Menschlichkeit zurückschlägt, wird den Dogmatismus des Technikers kennenlernen. Zwar werden wir übereinstimmen, dass frische Butter besser ist als ranzige, dass frische Butter von der Kuh besser ist als Margarine, selbst die mit Vitaminen versetzte. Aber das Tagesgeschäft des technisch Machbaren macht alles Vorhergehende zum Gerümpel. Nicht das Wissen, sondern die Religion des Wissens. Der Glaube an das Wissen der Techniker ist dogmatisch. Zweifel an der Wissenswürdigkeit des Wissens gegen das blinde Vertrauen in eine maschinell zu bewältigende Zukunft duldet ein Techniker kaum. Man verschärft nur das Blendlicht der Technik, in dessen Schatten die folkloristischen Wertkämpfe, ob Polizeiordnung oder Ruckverteilung, alles Mögliche durch den mechanischen Enthusiasmus in Humbug verwandelt. Das nennen wir nun adulte, epochale Kinderkrise. Kinderseite der Epoche.